Willkommen zurück nach dem Ladebildschirm. Wie angekündigt, jetzt zu Mr. Popo. Juhu! Ey, du da. Yo. Zack. Hey, Mr. Popo, ich bin zurück. Yeah. Wow. Oh, da bist du ja. Alright. Okay, ich hole mal Bulma. Mach das. Weil Bulma jetzt beim Versteck von Gott ist, können Mr. Popo und sie das Gegenmittel brauen. Haha, mehrere Stunden später. Hey. Das Gegenmittel ist fertig. Endlich, was eine Warterei. Yeah. Das ist unglaublich. Solche Medizin findet man nirgendwo sonst. Und wenn meine Firma das Zeug in Massenproduktion herstellen würde, könnten wir allen helfen, die Nebenwirkungen haben. Vielleicht erfolge ich das sogar mal. Oh, guter Plan. Ich bringe den Tiermenschen schon mal das Gegengift, ne? Ja, machen wir mal. Die guten alten Tiermenschen. 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 Also nicht im Sinne von, egal. Oh, ich fass es nicht. Wir sind wieder Menschen. Voll sah nie besser aus. Vielen, vielen Dank. Jetzt können wir endlich durch die Stadt ein normales Leben führen. Oh, auf Nimmerwiedersehen, stinkende Höhle. Ja, schön für euch, ne? Right. Moment. Sind das die Pilze, die du haben wolltest? Geheimer Pilz. Thank you. Danke, glaube ich jedenfalls. Ja, müsste schon stimmen. Alright. Gut, ich mach mich auf den Rückweg dann. Oh, brauchst du noch was? Das Schweinchen, das so geboren wurde, vielleicht soll das auch was davon nehmen, ha? Huh? Yeah. Ja, vielleicht kann sie auch in Menschen verwandeln. Das kann auch so schon, wenn er will. Huh? Was? Oh, Long? Nee, ich denke, es geht noch so ganz gut. Er kann sich in alles Mögliche verwandeln, weißt du? Der ist so ein, ja, Metamorph-Vieh, keine Ahnung. Oh, okay. Thanks. Auf jeden Fall vielen Dank. Diese Güte werden wir auf keinen Fall vergessen. Alright. Ja, Meister Quirte wird sich auch freuen über die Pilze. Alles gut. Pilze. Ach, cool, wir haben automatisch alle hinzoomt jetzt hier, wo ich mich selbst bewegen muss. So gefällt mir das. Yo. Auch wenn die Ladebildschirme nicht sein müssten. Es war nicht einfach, aber hier deine Pilze. Zack. Bam. Many thanks. Ah, sehr gut. Danke schön. Yeah. Bam, bam. Allzweck-Tierkapuze. Ja, sowas ist immer praktisch. Aber Level Up, ich glaube, da brauche ich noch viel mehr. Oh, was? Noch mehr? Vielleicht brauche ich für diesen unerschrecklichen Yachirobi eine Portion Drecktee. Sag mal, könnte ich vielleicht auch von dem Pilztee probieren, wenn er fertig ist, ha? Die Pilze sind so schnell zu bekommen, dann muss er gut sein, oder? Was? Der Tee ist eklig. Huh? Was? Warum machst du ihn dann? Er ist gesund. Und warum machst du dir Sorgen um deine Gesundheit? Du bist doch mehrere hundert Jahre alt, oder wie? Ja, vielleicht deswegen gerade. Jedenfalls, Level Up, das dauert wohl noch lange, 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 ja. Now that that's over, I think it's time to train. Schade. War jetzt keine krasse Belohnung, aber XP-mäßig war es jetzt ein Schuss in den Ofen eigentlich. Was ich vielleicht noch machen sollte, bevor ich weitermache. Ich überlege gerade, ist es sinnvoll hier reinzugehen, dann nochmal rumzubasteln? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber, wo wohnt Son Goku da? Noch was kochen lassen könnte ich mir auf jeden Fall. So ein paar Status-Boost-Sachen. Die wären nicht verkehrt. Also auch generell. Jetzt auch wegen der Quest natürlich, wegen Cell und so, aber auch generell wieder was machen. Zumal ich jetzt auch eine ganze Menge gesammelt habe. Also mehr als ich sonst zusammen, auf jeden Fall, weil es eine Sammelquest war, die ewig gedauert hat. Also wäre es vielleicht schon ganz cool. Oder ganz gut glücklich, jetzt was Ordentliches rauszuholen. Wobei mir noch einfällt, stimmt ja, Training habe ich auch noch theoretisch mit Son Goku zu tun. Wo ist denn der Trainingsspot? Ist er da drin im Haus? Das würde ich nämlich eher nicht glauben. Hier sehe ich definitiv keinen. Ja. Da ist er. Ich glaube, es ist einmal ein 45er und ein 50er Trainingsdingens. Ja, 40er sogar bloß. Ah, gut, der ist easy. Den mache ich jetzt gleich. Ohne mich zu heilen. Achso, ich brauche wieder den mit deinen Füßen. Habe ich es eher nicht gemacht. Stimmt, ja. Das geht noch nicht, weil... Ah ja, okay. Ich mag meine ganzen Demi-Dann jetzt eigentlich gar nicht ausgeben, weil es so teuer ist, aber... Da habe ich nie drauf geachtet, dass es so viel kostet. Ja.
Hat er bisher nie Probleme damit gehabt, aber jetzt inzwischen? Ach, schon wieder. Verdammt nochmal, ich lerne das auch nicht mit Son Goku. Dass das nicht da ist, wo es sonst sein sollte. Und wie viel stärker das der Kamehameha einfach gerade gewesen ist, oder? Nein! Achso, das war der, mein Gegner gewesen gerade, ne? Ja, aua. So war's. Und blocken. Und auf die Schnauze. Oh, da gehen die lieber mal runter. Nächster, bitte. Nimm das. Und das. Und das. Kannst du mir alles die Energy lenden, du. Bleib normal. Ist ja easy hier. Einfach nur den Vorgangriff und zack, mit zwei ist er tot, der Gegner. Awesome. Wo ist der nächste? Ach, Level 40 ist einfach schön. Oh, der... Oh, warte, blocken. Der hat ein bisschen mehr Leben, wie es aussieht. Oh, nein. Nicht. Au. Ich glaube, ich habe es irgendwie geblockt, aber irgendwie auch nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Bam. Bam. Auf jeden Fall der ein bisschen mehr Leben, als die anderen beiden, wie es aussieht. Oder der erste, den ich getötet habe, hat schon ein bisschen angeschlagene Leben gehabt vorher. Das kann auch sein. Da habe ich jetzt nicht auf geachtet. So. Easy. Den werde ich aber trotzdem nicht benutzen, weil er doof ist. Aber jetzt kann ich doch gewiss was Neues. Nee, kann ich nicht. Toll. Und hier muss ich bestimmt. Oh, 64. Ja, gut. 50. Okay. Was für Level euch hier war eigentlich so? Steht da nicht. Schade. Also, ihr könnt ihr wahrscheinlich schon machen, wenn ich den Level hätte oder was. Weil hier ist ja Begrenzung. Upala. Nee, rechts rüber. Meine Güte. Hier ist ja Begrenzung von Story-mäßig, aber hier ist der Level dabei. Aber wie soll ich ohne Story fortschreiten, dann bitte im Level steigen? Das ist ja völlig unmöglich. Was sagt der hier? Auch 64, ja toll. Was ist das wohl sein? Moralboost. Achso, steht ja da. Aha. 55, ja, alles unerreichbar. 50 ist theoretisch noch irgendwie im Rahmen, aber das ist im normalen Training hier. Aber da fällt mir ein, ich wollte mal auch mal googeln, ob man irgendwie generell tatsächlich, warte kurz. Ah ja. Ich muss Level 50 kommen, um das Training freizuschalten. Toll. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, oder? Na, so geil ist der Oh, das braucht man massig Key. Dann soll es eigentlich auch massig stark sein, würde man meinen. Jedenfalls erstmal hier umdüdeln, das ist mir einfach nichts. Genkidama. Das passiert bis zu oft, ich lerne es auch nicht, also machen wir es so, wie es überall ist. Was habe ich ja noch hier Schönes? Super voll. Super Kamehameha. Braucht 40 Ki. Das Gelenkte braucht 42. Also beides gleich stark, theoretisch. Also möglicherweise ist das Super Kamehameha tatsächlich ein bisschen besser. Ich weiß es nicht genau. Ach, verdammt, ich wollte doch. So. Wo habe ich das denn? Super Kamehameha. Wo ist das andere? Gelenktes Kamehameha. Kam erst danach. Aber so gesehen. Diese bündige Z-Kugeln habe ich doch. Fertig. Hier auch. Ja, jeweils, man. Es ist immer das Problem, dass man nicht weiß, wie stark das jetzt genau ist. Das ist einfach ätzend in dem Spiel. Ich brauche mehr Zahlen in dem RPG. Ich brauche einfach mehr Zahlen. Auf jeden Fall bleibe ich der Meinung, dass das hier bestimmt gleich stark sein dürfte, mit Verfolgungsbonus eben obendrauf. Wobei, hier sind zwei Sterne, sehe ich gerade, und hier sind drei Sterne. So gesehen müsste das hier doch stärker sein. Weißt du, ich mach so, denn normalerweise schieße ich so wie Upala. Jetzt habe ich mein Mikro gerade getreten, ich bin wohl im Super Saiyan Rage Modus oder sowas in der Richtung. Normalerweise schieße ich ja eh bloß ab, wenn ich ihn noch vor mir habe und nicht einfach so, weil das Lenken hat auch nicht so gut hin, wie ich das gehofft hätte. Insofern, ja, muss vielleicht auch nicht sein. Einschlagangriff, Betäubung, Abwehrbrecherschaden, hohem Abwehrbrecherschaden. Betäubung auf B. Ist schon richtig, so wie es sein soll. Hoher, normalen Abwehrbrecherschaden. Ist aber schon das Stärkste, was ich habe, ne? Aber hat nur zwei Sterne, also so gesehen klingt es nicht so stark. Hoher Schaden, einfach nur so. Und hier ist... Nee, warte. Das ist die Schere, ach so. Bewegungsunfähig, hoher Schaden. Und mein jetziges... Ach, hat auch süße Key. Okay, dann passt das doch. Da war das super. Ich glaube, wenn man die als Kollegen dabei hat, dann treffen die sowieso immer, oder?
War das extra Austausch muss, weiß ich gar nicht. So, egal. Jetzt ein bisschen was essen. Geht ins Stände. Maus, geh weg. Mann, Mann, Mann. Essen, 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 essen. Das ist ja eh Quatsch. Das nutze ich ja nie wieder, weil plus 2% Essenseffekt ist ja lahm. Dann lieber hier einfach die Bonussachen mit 3 aufnehmen. Ist nicht viel, aber es ist halt ein bisschen was. So. 10% ist schon eher eine Sache, die ich auch nutzen möchte bei Sachen. Hier wieder plus 2. Kann ich auch komplett aufbrauchen. Und ihm geben. Ich glaube, alles mit 10%, das spare ich mir auf. Alles unter 10%, das verfeuere ich jetzt einfach ans von Goku. Für die Statusbooster und nicht für die Essenseffekte natürlich. Ja, Ki plus 10% habe ich da auch. Ja, alles unter 10 kommt jetzt rein. Da bin ich vielleicht einen halben Level stärker. Den Boosts oder so. Jetzt mal Glowboard. Ich meine, ich hoffe auf mehr. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt einen krassen Bonus von bekomme. Das kann ich auch damit eigentlich reinhauen. Denn, ganz ehrlich, ich habe hier 12%. Zack. Ja. 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 Ich mache mich super stark. Denn gleich will ich Level 50er Training machen. Und dann bin ich ganz schön auf alles angewiesen, was ich haben kann. Auch wenn es nur wenige Punkte sind. Es lohnt sich bestimmt trotzdem. Ich hätte was ja viel früher schon mal machen müssen. Aber ich hatte erst noch Goku dabei gehabt. Und alle anderen will ich ja nicht. Wenn ich diesen Mini-Boni auf jeden Charakter raufhauen will, dann bin ich ja morgen noch nicht fertig. Warte, kritische. Ich glaube, das war schon ganz gut. Das behalte ich mal so, wie es ist. Ah. Zwölfe von Nahkampfangriff. Dann darf auch alles mit Nahkampfangriff unter 12 weggebraucht werden. Key-Abwehr. Aber nur ein einziges Mal jetzt. Und nochmal ein einziges Mal. Das hatte ich auch 10 gehabt, ne? Ja, nee, zwei Stück, aber das kann ich mir auch neu machen, oder? Komm, hau rein. Zack. Ich meine, das sind nochmal 10 Punkte auf Angriff. Warte. Auf Angriff, Ki und Nahkampf. Das ist schon sinnvoll, denke ich mal, ne? Zack. Ich könnte auch den ganzen Tag nur rumgrinden, wie gesagt. Also im Sinne von die ganzen Tiere farmen, die hier rumlaufen und Ressourcen sammeln. Und mich so unglaublich stark machen. Okay, das war dann erstmal, was ich habe. Bedauerlich. Das ging natürlich auch. Da könnte ich auch das Level steigen, quasi verzichten und mich aber so nach oben pusten. Das macht nur weniger Spaß. Das heißt, was ist weniger Spaß? Es macht wohl eher mehr Spaß, weil das Trainieren auf eine legale Weise ja hier mich nicht zu Level abbringt normalerweise. Aber ich weiß ja auch nicht, wie ich mein Level abbekomme, wie viel Status Boost, Punkte und so weiter und so fort. Yep, there's no place. Do what you can. Ich hätte auch gerne mal einen Ort, wo ich mich einfach heilen kann. Habe ich ja auch immer nicht. Na. Fest beim Fleischliebhaber, ist das, was Dingens macht? Ich weiß gar nicht. Fest beim Fleischliebhaber müsste eigentlich hier sein, ne? Aber ist hier nicht. Moment. Ich verguck gerade. Nee, das müsste hier sein. Das kann sie auch mal nicht herstellen, ich hab's gerade nicht gesehen. Ganzer Knochenbraten, brennender Tofu. Ganzer Knochenbraten, der erste gleich hier, siehste. Oh! Die gibt 2% auf Nahkampf bloß, aber reicht für das Superessen aus. Okay. Und brennender Tofu, ne? Ist auch nicht so stark. Ich kann einmal herstellen gerade, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Hey, 2 davon gleich geholt. Sehr gut. Jetzt könnte ich mir das komplette Menü holen. Aber ich würde doch gerne rausfinden, was das Festmahl für Fleischliebhaber ist. Der Statusboost ist dadurch, glaube ich, gar nicht mal so geil, als wenn ich es einzeln nehmen würde. Aber der Essenseffekt definitiv. Also, gut, Key-TP ist auch nicht das Geilste, was man haben kann, aber... Oh... Wenn ich auf Statusboosts aus bin, glaube ich, ist es sinnvoller, das einzeln zu essen, als Essen immer. Oh, hier ist nichts mehr. Festmahl für Fleischliebhaber. Wo ist denn das bei ihr? Das
Es muss doch hier sein, bei Fleisch. Kann sie offenbar echt nicht herstellen. Ah, plus 17 auf Key-Angriff. Krass. Bestes Goldwall. Okay, ja gut. Premium Goldhirschfleisch. Oh. Guckt euch das an. Hier kann ich ganz viel herstellen. Ich kann meinen Nahkampfangriff total boosten gerade. Halt, Moment.